Aperitif, Barista, and we are better together. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Minecraft mit dem Barry. Moin moin. Und mit einem Gast. Gast, bitte. Gast. Okay, Gast. Gast-Gast-Player. Hallo, Gast. Gast. Ich würde den ja jetzt mal im Bild zeigen, aber da ist schon wieder weggerannt. Ey, warte, ich bin nicht weg. Ich bin hier. Ach, oben mit meinem Haarhaus. Willst du dich vorstellen, Gast? Ich will mich nicht vorstellen. Ach doch, also ich bin der Captain. Ich glaube, ihr kennt mich nicht. Überhaupt jemand das Video anguckt. Ich kenne dich auch, ne? Ja, ich habe auch einen, ich bin auch Server Let's Player, falls ihr das wissen wollt. Und nein, ich habe Hosen. Er verlinkt dann einfach mal meinen Account. Oder meinen Channel. Ja, das können wir ganz lieb von euch. Dankeschön. Dann verlinke ich euch. Weißt du, dann wir kriegen, wir kriegen ja auch Geld dafür, weißt du. Ja, schön, ne? Das ist genauso wie dieser Apfel, den ich gerade in der Hand halte von Chiquita. Da, wenn, nur weil ich Chiquita sage, bekomme ich Geld dafür. Auf jeden Fall. Chiquita, Geld! Bekomme ich jetzt doch mit Chiquita? Ja, gut möglich, ne? Weiß, ich baue mir eine Villa aus Dreck. Oh Gott. Ich baue ein Schloss für dich. Das verschönert unsere Welt allgemein, ne? Aus Dreck und Scheiß. Aus Dreck und Holz und Stein. An den Gravel. Das ist ja noch heutiger als Sand und Gravel. Oh, Sand, nö, Sand ist schön. Aber Erde ist wirklich mein Lieblingsbaustoff-Ding. Ich kann dir bloß empfehlen, bau ein Dach aus Kies. Ja, genau. Oder aus Sand am besten. Ja. Oh Gott. Wenn ich aus Kies baue und dann den ganzen Boden mit Fackeln bestelle, dann wäre das sogar ziemlich schlau. Dann würde ich nämlich einen Haufen Flint kriegen. Ja. So, ich komme mal fix mit der U-Bahn Pelham 9¾ zu dir gefahren, lieber Barry. Ja. Ich habe da ein paar Setzlinge für dich. Ach so, wunderbar. U-Bahn fahren. So, ich will mal das neu ausrüsten hier. Oh, vor allem, wisst ihr, was gerade bei mir auf der Playlist läuft? Der Soundtrack von Siedler 2. Könnte ich auch mal meine anmachen, stimmt. Siehst du, da hab ich dich wieder an was erinnert. Da hast du mich wieder was erinnert, ja, ich vergesse es immer irgendwie. Zum Start. Also wie gesagt, ich nehme nicht auf, das finde ich ziemlich traurig, aber dann könnte ich ja nicht mitspielen. Weil mein Rechner hat gerade Probleme. Bitteschön. Ja, ist ja kein Problem. Das nächste Mal. Natürlich. Wird's nicht geben. Ach, wenn du dich gut anstellst, also unsere Bauschlampe, da kannst du öfters mal kommen. Hättest du eigentlich mal... Ich bin die Schlampe, die immer an der Baustelle vorbeiläuft und irgendwie so... Ja, genau. Boah, ich kann nicht mehr pfeifen, Alter. Doch, kann ich, irgendwie. Hast du eigentlich dem Captain schon mal dein Mülleimer von innen gezeigt? Ja, er wollte sich nicht von innen angucken, Alter. Ach so. Schade eigentlich, ne? Ja, ne. Ich baue eine Villa für dich. Aus Dreck und Scheiß. F steht für Freunde, die was unternehmen. Das gefällt dir, wa? Ja, jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe. Juhu, es ist ein Baum gewachsen. Oh, da kommen wir jetzt richtig grüne Partikel, wenn man hier Knochenmehl drauf haut. Ja? Ja, stimmt, Knochenmehl. Nein, ich habe kein Knochenmehl, das habe ich vorhin im Apo gegeben. Hab ich auch noch genug, wenn du was brauchst. Ich kann dir welchen geben, ich bin da in meiner Villa. Ich komme schon zurecht. Ich habe mir nämlich jetzt meinen Dschungelbaum gepflanzt, weil ich hier Kakaobohnen anpflanze. Oh, Kakaobohnen. Oh. Das steht so ganz verlassen hier. Das muss Apo dann aber machen. Mit den Keksen. Warum nur? Die kann man ja auch. Ist okay, wenn ich dich Apo nenne und... Ja, du kannst mich ruhig Apo nennen. Barry, Apo und Barry, okay. A und B. A, B und C. A und B hören schon.
Das passt doch super, A, B und C. Ja, genau. Brauchst du noch irgendein Werkzeug, Herr C. Punkt? Wie bitte? Brauchst du noch irgendwas an Werkzeug? Nein, danke. Es wäre mir ziemlich verbunden, aber ich möchte hier alleine zurechtkommen. Oh. Oh. Okay. Ich wollte ein netter Nachbar sein und dir eine Eisenschaufel geben. Ach, eine Schaufel brauche ich nicht. Als ob ich mein Haus aus Dreck bauen würde. Eine Goldspitzhacke. Ich habe hier noch zwei Goldspitzhacken. Eine Steinspitzhacke. Die gehen viel zu schnell kaputt, billig Müll. Ja, das habe ich gebraucht, wo ich mal gestorben bin. Eine von den vielen Malen. Sei ruhig. Gut. Ich habe eine Dreckvilla gebaut. Schön. So. Und Barry wohnt in einer Drecksvilla. Da. Schlechter Wortwitz. Ja, das liegt daran, gestern mal auf der Livestream von Kong und Sarazar und das hat gleich wieder abgefärbt. Das hat abgefärbt. Okay. Ja, das war aber cool. Die haben sich ja geschminkt in Anlehnung an die thailändischen Frauen, die es gibt. Hm. Ah, es gibt thailändische Frauen? Ja, mit gewissen Special Features. Achso. Guck dir das an, du. Und... ja, die haben zum Schluss dann noch Minecraft Hunger Games gespielt. Hier, bitte ein paar Knochen für dich. Und da hieß es... Oh, danke. Hat hier Rumpel gesagt, wenn Sarazar gewinnt... Nein. Hm? Wenn Sarazar gewinnt, dann lässt er sich von den beiden schminken. Okay. Hat natürlich hier Santa Claus, der Admin von dem Server, mitgemacht. Und die haben alle ne auf dem Sarazar eingeschlagen. Sarazar hat natürlich auch gewonnen. Na klasse. Ja, das war dann so eine richtige Travestie-Show am Ende. Hm. So, ich hatte eigentlich geplant, ich bin zur Zeit bloß am Sinnes in den Talhöfen. Ne? Ich hatte eigentlich geplant... Ich bin schon recht produktiv hier. Ja. Wieso, was machst denn du? Ich sortiere mir gerade mein Zeug, was ich alles jetzt brauche und habe gerade meine Kakaoplantage angepflanzt mit einem Baum. Ey, warum machst du das mit dem ganzen Baum? Na, weil ich da einen Dschungelbaum brauche. Das heißt, wenn du bloß einen Block hinsetzt. Ja, aber ich will doch gleich mehr haben. Ich will ja nicht nur vier solche Dinger da haben. Das soll ja hier Produktivität hoch 1000 kommen, weißt du? So, ich sammle mir schon mal ein bisschen Zeug ein. Oh, ich hab gar nicht mehr so viel Kohle, sehe ich gerade. Ey, hast du auch nie gehabt. Ich meine jetzt das Brennmittel. Ach, das Brennmittel. Natürlich. Achso. Natürlich. Ach. Kann ja nicht wissen. Leute. Barry, hast du noch relativ viel Kohle? Kann ich mir was von dir schnurren? Muss ich mal gucken. Kohle. wie viel brauchst du? Wie viel hast du? Ich hab. Ich habe 19 Stacks Kohle. Ich hab letztes Mal so endlich viel hier abgebaut. Ach ja, du hast ja die Spitzhacke noch. Kannst dir gerne Zeug nehmen. Na, ich komm nochmal vorbei. 9 Stacks oder so. Ich glaub, die kriegst du in die Tasche. Ah, gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine 7 kriegst du bloß rein. Oh. Weil wegen, ich will hier ein paar Steine brennen. Hab ich aber auch noch. Oh, bei Barry fährt ein Moped vorbei. Bei wem vorbei. Fährt hier gerade was vorbei? das wenn er bei mir. Weil ich habe bei mir das Fenster auf. Ih, frische Luft, bist du eklig. Ja. Real life, geh weg. Verlass mich real life. We have no real life. Was ist das? Wo ist er denn hier, mein Holzfäller Barry? Ich bin in meiner Essensform. So, sag mal, dreht er runter? Der fährt hier oder? Vor dem Fenster hin und her, der will dich ärgern. Wer dreht runter? Na hier, dein Muppet-Fahrer-Freund. Ich weiß nicht. Klingt so. Oder war es jetzt ein Zweiter, glaube ich? Ach hier, so eine ganze Gang oder was? Ich höre das bei mir, höre ich das gar nicht so offensichtlich, ne?
Ich hatte das aber letztens erst frisch mitgekriegt, wo das in der Aufnahme war. Sonst höre ich das ja gar nicht so. Weil die Kopfhörer schatten bei mir ziemlich viel ab. Aber ja, das Mikrofon auch, nicht. Ich richtig aufsetze, aber ich habe die irgendwie nie richtig auf. Ich habe die immer, okay, so, hab immer nur so halb auf, damit ich höre, was um mich rum ist. Ey, wenn du fürs Mittag gerufen wirst. Brauche ich Mittag, nicht. Stimmt. Mittag, was ist das? Ich hab mein Mittag gerade hier neben mir stehen. Eine Flasche Pressen. Ach, ist super. Feierabendbierchen. Coole Sache. So, falls ich dann irgendwann wieder genug von meinem Zeug hab, kann ich dir ein ganzes Zeug zurückgeben, was ich dir geklaut hab. Boah, Alter! Kommst du aus dem Stuhl gefallen? Nee. Ich bin aus meiner U-Bahn rausgekommen, da, und da kommt direkt über mir eine Spinne angeflogen. Fett so. Drecksvieh Elendes. Die hat luftig gewartet. Erschrocken. Haben wir eigentlich was Spezielles vorzubauen? Also ich hatte eigentlich vor... Da war ja was, ne? Ja, eine Burg bauen. A Castle. Bonn. Castleborn. My home is my castle. Boah, ich muss erstmal leiser machen. Bloß, ich weiß noch nicht ganz, wow. Ach, und so. Die Zuschauer, die nicht vorhandenen, wie es Captain so schön von uns ironisch gesagt hat. Was, ironisch? Oh, hallo, Creeper. Ruhe auf den billigen Plätzen, ja. Okay. Nein, das war wirklich ironisch gemeint. Wirklich. Wirklich. Ja. Wirklich? ja, nee. Ich hab jetzt wieder die Karte aktiviert. Die Karte. Die Karte? Ja. Coole Sache. Die hab ich bei mir auch drauf. Die Karte ist harte. Oder so. Die harte Karte. Oh, die harte Karte. Oh, Napfel. Oh, Napfel. Napfel. Oh, ich seh den hässlichen Pissturm von hier. Was? Lass meinen Turm in Ruhe. Ui, und jetzt bin ich ein Stück gestürzt. Ey, komm, mein Haus sieht immer noch am stylischsten aus. Meine Sehe ich das von hier? Genau. Ich würde gerne auch rüber, oder ich komme mit der U-Bahn am besten mal gefahren. Ja, komm U-Bahn fahren. Es macht Spaß. Auf jeden Fall. Ich muss mich nochmal auf meinen erhöhten Punkt hier stellen. Ja, ich sehe da eine Dreckvilla, sehe ich von hier aus auch. Eine Dreckvilla. Okay. Drecksvilla, das herab würde ich noch ein bisschen mehr. Nein, Dreckvilla. Ist ja alles Dreck. Ach, ich weiß, was ich machen wollte. Ich sehe dich, Alter. Wie groß bist du? Du kämpfst gegen irgendwas Hässliches. Oder jedenfalls wirst du irgendwo runtergestoßen oder irgendwas. Nee, ich habe gerade nicht gegen Barry gekämpft. No. Das ist, bei mir fahren auch die Autos vorbei. Ich mache jetzt das Fenster zu. Es ist arschkalt hier drinnen. Bei mir ist nicht kalt. Oh mein Gott, der Zombie hat sich ein Ei genommen. Er hat sich ein Ei genommen. Ich hab das sogar schon seit, ich glaube, 2 Stunden oder so auf. Ey, mein Fenster ist seit 2 Tagen auf. Okay. Ich mach das nicht zu. Ist auch toll. Ja, doch, jetzt, das hab ich zugemacht. Ich hab gar keinen Sand. Verflucht. Ich glaube, ich hab noch welchen. Hab ich ein bisschen Holz? Oder brauch ich nachher erst. Oh, da sehe ich ihn, wie er hin und her läuft. Wen? Na ja, Captain. Achso. Hm? Captain Caps. So, dann bringe ich dir dein Knochen. Ach ne, die Knochen. Das Knochen will behalte ich, aber deine komischen Setzlinge ganz zurück. Aua. Obwohl, die Hälfte behalte ich. Mein Apfel, den behalte ich. Also, ich will die Rüstung nie wieder haben, ne? Ich kann damit eh nichts anfangen. Nee. Das ist auch sehr lieb von dir. Ja, stimmt, du hast sogar eine. Er mag keine Secondhand-Ware. Genau. Verstehe ich. Gut. Ich hab schon so viel Holz. Ich brauch Schlepps. Brauch ich erstmal eine Tür, ne? Aus Dreck? Ja, aus Dreck. Hat was. Eine Dreckstür für das Dreckshaus. Hab ich noch? Nein, hast du nicht.
Die Steinstufen macht man die aus normalen Cobblestone, ja, ne? Kannst du, kannst sie aber auch aus Cobblestone machen. Gibt verschiedene Stufen.